Hallo, herzlich willkommen allerseits. Wieder einmal zum vierten von insgesamt fünf German Drown Town Hall Talks zur Bundestagswahl. Ja, all diejenigen, die bereits schon viermal bzw. dreimal eingeschaltet haben, wissen, dass wir uns hier primär mit der mangelnden Diversität in der deutschen Politik auseinandersetzen können, wie wir junge Migrantinnen dazu bewegen können, ihre Stimme abzugeben, sich Gehör zu verschaffen in der Politik. Aufgrund der aktuellen außenpolitischen Lage haben wir uns jedoch dazu entschlossen, das heutige Thema ein wenig anzupassen und wollen schauen, ob die Stimme, die wir abgeben, auch Auswirkungen nicht nur innenpolitisch haben, sondern auch auf die deutsche Außenpolitik. Viel zu besprechen, eine sehr hitzige, sehr turbulente Phase, die wir gerade durchleben. Umso mehr freue ich mich, dass Lars Klingbeil, der Generalsekretär der SPD, sich Zeit genommen hat, heute mit uns zu sprechen. Außerdem dabei zu meiner Rechten die Musikjournalistin, die außerdem auch Podcast-Host bei PULS ist und selber auch Musik unter dem Namen Tam macht. Tamara Gütschle, sie ist auch Wertebotschafterin bei German Dream. Auch Wertebotschafterin bei German Dream ist Sinem Bulusch, die ich sehr herzlich auch begrüße in dieser Runde. Sie setzt sich sehr ein für Female Empowerment Leadership und Diversity. Herzlich willkommen an euch alle drei. Ja, in der Tat, bis jetzt ging es primär darum, wie wir die mangelnde Diversität in der Politik im Bundestag aufheben können, wie gerade junge Menschen mit Migrationshintergrund sich besser angesprochen werden können in der Politik. Lars, diese Tage umtreibt uns etwas anderes. Wählen, Demokratie, Partizipation mit Blick auf Afghanistan, sehen wir, dass das keine Selbstverständlichkeit ist. Es ist überhaupt nicht, hast du recht, wobei ich ja eigentlich irgendwie das Gefühl hatte, Afghanistan ist auf einem guten Weg. Ne? Also ich habe gerade in den letzten Jahren immer wieder Kolleginnen und Kollegen, also Parlamentskolleginnen und Parlamentskollegen aus Afghanistan getroffen, auch empfangen im Deutschen Bundestag, und das war sehr bewegend, ne? Wenn gerade Parlamentarierinnen, die erzählt haben, so, wir haben jetzt freie Wahlen, wir können wählen und engagieren uns jetzt für Demokratie, und das tut richtig weh, wenn du siehst, wie so ein Land innerhalb von wenigen Tagen eigentlich dann wieder zurückfällt an die Taliban. Und können wir auch politisch drüber diskutieren, so, was hätte man anders machen können, was hätte man besser machen können, aber erstmal ist es so, dass im Land selbst ja auch gerade anscheinend wenig Bereitschaft da ist zu kämpfen, und das ist schon was mich wahnsinnig nachdenklich macht und was mich schockiert und wo ich auch einfach auch Angst habe, dass ganz viele Fortschritte jetzt in 0, nichts wieder zunichte gemacht werden. Und wenn ich den Satz noch sagen darf, ich habe ja selbst auch internationale Politik gemacht in meiner Jugend und hatte mal ein Gespräch mit einem jungen Gewerkschafter aus Asien, der mir jetzt erzählt hat, dass sie kämpfen für Demokratie in ihrem Land. Also, und hat mir auch erzählt, dass er jeden Tag einen anderen Weg zur Arbeit fährt, weil er bedroht wird, mit seinem Leben bedroht wird. Ja, und wenn du dir dann deutlich machst, das sind Menschen, die kämpfen für das Recht auf Wahlen und sind bereit, ihr Leben dafür zu opfern, und hier gehen Leute nicht wählen und verweigern sich der Demokratie, so, dann ist das was, was mich schon sehr stark beschäftigt. Also du hast das Innen- und das Außenpolitische, kannst du gar nicht voneinander trennen, aber manchmal muss man sich bewusst machen, was wir hier schon erkämpft haben, und dass man das auch gefährdet, wenn man sich nicht beteiligt an Demokratie. Sinem, wie geht es dir, wenn du dir die Fernsehbilder aus Afghanistan anschaust, wenn du die Nachrichten anschaust? Es ist definitiv erschütternd, vor allen Dingen, weil das ja eine Entscheidung war, die vor 20 Jahren getroffen ist. Und erst jetzt sehen wir, was passiert, 20 Jahre später, und fragen uns, wer hat ursprünglich diese Entscheidung getroffen, was ist falsch gelaufen, wie können wir vielleicht darüber uns besser informieren und daraus lernen, um vielleicht auch die Entscheidung, die wir jetzt bald nochmal neu treffen, und zwar wählen zu gehen, irgendwie bedachter zu machen, weil das halt ein sehr langwieriger Weg auch war, was jetzt gerade in Afghanistan passiert ist, und umso ja, überraschender und dramatischer. Tamara, wie geht's dir? Ich habe gerade, als du gesagt hast, warum kämpfen, also die Frage stand im Raum quasi auch medial, warum die quasi afghanische Militärs, warum die sich nicht quasi stärker um die Verteidigung ihrer Städte bemüht haben. Und dann kam in einem Podcast, den ich gehört habe, mit, ich glaube, Hasnaim Kasim, der auch beim Spiegel lange war, der meinte dann, dass er halt gehört hat von seinen Quellen da, dass die Kämpfer halt von vornherein wussten, dass die Staaten, sie, wenn sie sich in dieses Gegenüber quasi begeben mit der Taliban, dass sie sich nicht geschützt fühlen, weil die ja diejenigen sind, die das ausbaden müssten. Und da dachte ich dann halt sofort so, wie kann es sein, dass man ja auch Jahre, Jahrzehnte quasi in den militärischen Aufbau investiert hat und auch so viel Geld, Staatsgeld, Steuergeld irgendwie in den Aufbau von Militär, deutsche Militäreinsätze irgendwie investiert hat, um am Ende trotzdem so ein schreckliches Resultat zu hinterlassen. Also wie,
ich frage mich dann, wie geht ihr und du als Teil aktiver Politik, ich meine, Politik ist, ich will das gar nicht so verallgemeinern, aber in dem Bereich, in dem du Einblick hast, so, wie wird damit jetzt gerade umgegangen? Das habe ich mich gefragt. Bitte. Soll ich direkt? Also, ja, gerne. Ne, also ich teile erstmal das, was du sagst, und das wird jetzt ja sicherlich die nächsten Wochen auch sehr genau politisch und auch journalistisch aufgearbeitet. Also die Hinweise, dass afghanische Armee, es sind 300.000 Soldatinnen und Soldaten, die wir, auch die Amerikaner, ausgebildet haben, die haben sehr schnell sozusagen das sehr schnell kapituliert. So. Und natürlich höre ich dann auch, das liegt daran, dass sie wussten, die Amerikaner gehen weg, die Deutschen gehen weg, die anderen gehen weg und man verliert diesen Kampf gegen die Taliban eh. Ich höre auch, dass vielleicht Gelder geflossen sind. Was ich aber eigentlich vorhin meinte mit, die haben nicht mal gekämpft, ist der Vorwurf an die afghanische Regierung. Also dass ein Ghani, der sozusagen als Präsident, dass der sofort weg ist, ja, und überhaupt auch dieses Signal sendet, ich bin hier weg. Ja, also das ist ja auch ein Signal an die eigene Bevölkerung. Und natürlich ist, und das muss ich auch sagen, ist der größte Vorwurf, den man machen kann, ist gerade an die Amerikaner, die mit den Taliban verhandelt haben, aber nicht die afghanische Regierung eingebunden haben, die auch eine Übergangsregierung hätten durchsetzen können, die hätten gucken können, wie man die eigenen Leute absichert. Und wenn du fragst, wie gehen wir damit um? Ich glaube, wir brauchen auf jeden Fall, jetzt sind ja Bundestagswahlen, das ist jetzt keine Entschuldigung, aber es muss in der nächsten Legislatur einfach eine sehr harte parlamentarische Aufarbeitung geben. Also weil ich komme aus einer Soldatenfamilie, ich kenne jetzt selbst Menschen, die als Soldaten in Afghanistan gestorben sind. Ich kenne ganz viele, die da waren, die auch richtig leiden, weil sie sagen, ich war da, also zum Beispiel der Nachbar meiner Eltern war 3 Jahre als Soldat in Afghanistan. Das ist etwas, was, der hat da Leidenschaft reingesteckt, der hat da Freundschaften geschlossen. Und das sind wir gegenüber solchen Leuten noch schuldig, dass wir uns sagen, wo sind die Fehler gemacht worden? Also wie du sagst, Sinem, vor 20 Jahren, als man vielleicht falsch entschieden hat, oder sind die auf der Strecke gemacht worden, als ja der Eindruck erweckt wurde, wir kümmern uns um Brunnen bohren und um Brücken bauen, aber das ist nicht der Auftrag der Bundeswehr gewesen. Und die Konsequenzen müssen gezogen werden. Also weil ich ja auch als Parlamentarier sage, ich schicke nicht mehr Soldaten in einen solchen Einsatz, wenn am Ende das so dann ausgeht. Also das so, und das ist etwas, was, als ich diese Bilder gesehen habe, bis heute geht das eigentlich, es wühlt mich emotional auch auf. Also es trifft mich auch richtig. Ne? Und ja, ich bin weit weg von, sagen Sie, der Schuld oder der Schuld oder der Schuld. Aber das mit den Amerikanern muss man benennen und mit dem Präsidenten Ghani auch. Das, finde ich, gehört sich nicht, dass der Präsident als Erster aus dem Land flieht und sagt, ich bin jetzt hier weg. Ja? Aber ich glaube, dass die Bilder uns alle nicht kalt lassen, unberührt lassen. Ich glaube, das spricht für sich selber. Ich glaube, in Anbetracht der wirklich dramatischen und traurigen Entwicklung, die wir derzeit in Afghanistan sehen, sollte uns das alles zu denken geben. Lars, und dann komme ich auch mit der gleichen Frage zu Tamara und Sinem ein. Ja, eine Aussage, die sich durch die ersten 3 Talkrunden hier gezogen ist, hat, dass je mehr diverse Stimmen wir in der deutschen Politik einbringen, umso besser. Und es führt dann auch zu einer vielfältigeren Entscheidungsfindung. Wenn wir das jetzt auf Außenpolitik mal ummünzen, könnten bei außenpolitischen Entscheidungen hier auch mehr diverse Politiker am Tisch mithelfen, um eine andere Sichtweise, vielleicht kulturelle Sensibilisierung mit reinzubringen? Also ganz klar ja. Also ich meine, und das ist das, was vor 20 Jahren, ich habe selbst in New York gelebt, als die Anschläge aufs World Trade Center waren. Also ich habe in Manhattan gelebt, ich war 2 Kilometer vom World Trade Center weg und habe danach dann auch wochenlang da gewesen, habe mitbekommen, wie es ja ist. Also ich meine, die Neokonservativen um George W. Bush haben gedacht, sie gehen dahin, sie bomben Al-Qaida weg, sie bomben die Taliban weg und das Land wird eine blühende Demokratie. Und das ist ja nicht, und das sage ich jetzt gar nicht herabstufen, aber das ist nicht das, was der Wille der Bevölkerung gewesen ist, sondern die wollten einen eigenen Weg gehen, was auch richtig ist. Ja, und da glaube ich, wenn du dann Leute hast, die die Kultur verstehen, die die Religion vielleicht auch verstehen, die geschichtlichen Hintergründe haben, und das ist alles Diversität, dann werden vielleicht auch Entscheidungen anders getroffen und dann können Strategien anders aussehen. Wenn das nur Leute tun, die ganz bestimmt geprägt sind und die aus einer ganz bestimmten Denkrichtung kommen und die vielleicht auch, und das ist ja bei den Amerikanern häufig so, die gar keine Bezüge auch zu anderen Ländern, an den anderen Kontinenten haben, dann kann das schief gehen. Inwieweit spielen außenpolitische Überlegungen, Prioritäten, vielleicht Vorzüge bei dir eine Rolle, wenn du wählen gehst?
Also grundsätzlich spielt es in dem Sinne eine Rolle, dass ich ein gewisses Vertrauen auch in die Leute schenke, die halt für mich gerade diese Entscheidung treffen. Warum? Weil halt Außenpolitik sehr langjährig ist. Das heißt, die Entscheidung, die ich jetzt vielleicht für eine Partei treffe, weil sie eine gewisse Meinung haben, kann sich halt in 8 Jahren oder 10 Jahren oder vielleicht sogar in 4 Jahren einfach verändern in den Auswirkungen. Das heißt, für mich ist es viel wichtiger, einfach Vertrauen aufzubauen und sicher zu sein, dass auch in meinem Namen, weil das ja auch meine Stimme ist, auch richtig gehandelt wird in der Politik. Und das ist halt, glaube ich, etwas, was aktuell so gerade auch bei mir so Gedanken hervorruft, dass dieses Grundvertrauen vielleicht in Entscheidungsfindung ist ein bisschen gestört. Das ist ja ein Unternehmen nicht anders. Ne? Wenn der Vorgesetzte irgendwie falsche Entscheidungen trifft, dann ist halt das Team irgendwie komplett wuselig. Ähnlich geht es mir auch. Also es ist kurz vor den Wahlen natürlich etwas schwieriger geworden, jetzt da noch mal tiefer reinzugehen und das Vertrauen auch zu stärken. Das Vertrauen ist beschädigt, zumindest gestört, gerade mit Blick auf die aktuellen Ereignisse, sagt Sinem Tamara. Inwiefern spielen außenpolitische Überlegungen bei dir eine Rolle, wenn du zur Urne schreitest? Also ich glaube, ich denke halt im Moment so voll viel drüber nach, wie es, also das ist voll schwer zu beantworten, aber ich habe gerade so einen Gedanken im Kopf. Die letzten Tage hat mich das voll bewegt, dass jetzt quasi diese Aktion Leave No One Behind die Kabul-Luftbrücke eingerichtet hat und einfach eine Person mehr oder weniger auf Basis von Zivilbevölkerungsgeldern, also Spenden aus unseren privaten Beständen sozusagen, was auf die Beine gestellt hat, was ja eigentlich Teil von politischer Arbeit auch sein kann und müsste. Und dann dachte ich halt wieder, okay, wenn mehr Menschen mit einer Sensibilität auch für, ey, jetzt geht's gerade einfach mal drum, humanitäre Belange an erster Stelle zu sehen und nicht wieder diese Fragen, was machen wir dann mit den Leuten hier im Land? Und dann wird wieder irgendwie gewettert, dass wir haben schon genug und das alles kotzt mich wirklich so doll an, dass ich immer denke, wenn mehr Leute mit dieser Sensibilität auch einfach für die Schicksale und dass die Empathie sich erstmal in diesen persönlichen Fall von einer Person, die gerade in einem Land gelebt hat, in dem das Leben für sie eh schon immer unter schwierigeren Bedingungen als für uns irgendwie stattfand, aber jetzt findet es halt unter unlebbaren Bedingungen statt. Wie kann man das alles irgendwie einbeziehen in seine eigene Politik? Und da, glaube ich, werden schon einfach viel mehr Leute gefragt, die diese Empathie halt einfach in ihrem Arbeiten irgendwie mit eindenken. Und ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich habe immer so das Gefühl, das steht nicht an allererster Stelle bei vielen Entscheidungen. Gerade im Wahlkampf wird eher so nach konservativen Wählern dann geguckt, die halt sonst wieder zur AfD abdriften und dann wird wieder so ein bisschen gepleased mit sowas. Ich weiß nicht, also das sind so meine Gedanken dazu. Ach, weiß ich gar nicht mal. Also ich habe das auch in Interviews sehr hart kritisiert und ich sage jetzt mal, weil ich jetzt nicht Wahlkampf machen will, aber es gab halt Politiker, die haben, während du auf der einen Seite die Menschen gesehen hast, die sich unten an Flugzeuge rangehängt haben und darunter gefallen sind, haben gesagt, 2015 darf sich nicht wiederholen. So, und das fand ich schäbig. Ja? So, das darf gar nicht das Erste sein, was dir einfällt, wenn du irgendwie mit einer Form von Humanität daran gehst. So, natürlich ist klar, dass der Hauptfokus jetzt darauf liegt, dass da in den Nachbarländern geholfen wird. Das ist das Unmittelbare, wo die Menschen jetzt hinfliehen. Ja? Und dass da die Flüchtlingslager nicht irgendwie so schlimm sein dürfen, wie wir das in den letzten Jahren in anderen Ländern gesehen haben. Und deswegen jetzt UNHCR im Rahmen G7 Europa Geld in die Hand genommen werden muss. Aber wir haben auch sehr schnell gesagt, hier müssen Leute herkommen können. Und zwar über die Ortskräfte hinaus. So, das ist, ich habe die letzten Wochen schon immer Druck gemacht, weil ich gesagt habe, es kann nicht sein, dass die, auf die wir uns verlassen konnten, die sich nicht auf uns verlassen können, also Ortskräfte gerade nicht herkommen können. Ich fand diese Visa-Streitereien unsagbar. Also das war unanständig, dass das blockiert wurde. Jetzt haben wir allerdings die letzten Tage, muss man auch sagen, glaube ich, knapp 5.000 Leute rausgeholt. Das ist schon mal gut. Aber da sind noch mehr und wie viel wir schaffen, wissen wir nicht. Aber es wird die nächsten Monate ja auch noch Menschen geben, die aus Afghanistan rauskommen. Und denen muss irgendwie auch geholfen werden. Und gerade solche Gruppen übrigens von Leuten, wo du weißt, die sind unter den Taliban hochgefährdet. Also Künstler, Frauenrechtlerinnen, Menschenrechtler insgesamt. Ja, also auch Journalistinnen, die vielleicht irgendwie mit westlichen Journalisten zusammengearbeitet haben. Das sind Leute, das ist ja für die nicht so, dass
deren Lebensstandard jetzt unter den Taliban sinkt oder so. Also ne, das ist ja nicht das Problem, sondern die sind in ihrem Leben bedroht. Es kann sein, dass die, wenn der Fokus der Öffentliche, der ja leider in ein paar Wochen weg sein wird, auch von Afghanistan, dass die dann da öffentlich gesteinigt werden, dass die gehängt werden, dass die auch, was weiß ich, was da alles passieren kann. Und da, finde ich, haben wir eine humanitäre Pflicht, solchen Menschen zu helfen. Und das fand ich dann schon hardcore. Ich meine, die AfD hat dann sofort gefordert, das Asylrecht auszusetzen. Ja, also was geht in der Person vor, die diese Bilder sieht und das als erstes als politische Botschaft hat? Und da haben wir schon dagegen gehalten. Und trotzdem habe ich aber gemerkt, dass es natürlich auch eine Nervosität in der Bevölkerung gibt. So, was passiert jetzt hier? Das habe ich selbst bei Veranstaltungen auch gemerkt, dass mich Leute gefragt haben. Aber da kannst du durch vernünftiges Erklären und durch immer wieder Hinweisen, kriegst du dann, glaube ich, auch eine Sensibilität. Und Sprichwort Nervosität, Sinem, durch Afghanistan natürlich rücken jetzt einige Themen, die vielleicht vordergründig besprochen wären, Klimaschutz, innenpolitische Versäumnisse der letzten Jahre, ein wenig in den Hintergrund. Ist das etwas, was dir Sorge macht, oder würdest du sagen, nein, das ist absolut proportional und richtig, dass wir momentan den Fokus auf dieses Thema legen? Ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass es immer viele wichtige Themen gibt und dass man halt genau die richtigen Leute auch dafür abstellen muss, um gerade nicht den Fokus zu drehen und zu, also den Fokus zu verlieren auf der einen Seite und den Fokus drehen auf eine andere Geschichte, sondern alles gleichermaßen aufzubereiten. Natürlich werden wir uns jetzt die nächsten Wochen mit diesem Thema besonders beschäftigen, weil halt, wie ich schon gerade gesagt habe, und das finde ich halt sehr spannend, wie wir dieses Vertrauen wieder gewinnen können in solche Entscheidungen, wie das aufgearbeitet wird, darauf bin ich sehr gespannt. Aber natürlich ist Klimapolitik und viele andere innenpolitische Themen genauso wichtig. Und ich wünsche mir natürlich sehr, dass das immer noch Teil der Wahlprogramme und der Wahlpropaganda bleibt und die Außenpolitik das auf jeden Fall ordentlich aufarbeitet und uns dann auf jeden Fall informiert, weil nur so können wir auch wirklich gesunde Entscheidungen treffen. Und es geht ja nicht nur um die Wahlbeteiligung, sondern eine Wahlbeteiligung, die halt auch wirklich mit gutem Wissen und Gewissen auch getätigt werden kann. Wie siehst du das, Tamara? Du setzt dich ja auch ein für diskriminierungsfreie Gesellschaften, für Gleichberechtigung, für Diversität, alles Themen, die wir natürlich im Rahmen von German Dream und dieser Talkrunde auch besprechen wollen. Aber nichtsdestotrotz natürlich, wir haben jetzt ein globales Thema, wo wir Deutsche unmittelbar betroffen sind und involviert sind. Was macht das mit dem Wahlkampf aus deiner Sicht? Boah, das ist mega ambivalent. An manchen Tagen habe ich so das Gefühl, dass dass mein Vertrauen in bestimmte Institutionen halt auch wirklich krass auf die Probe gestellt wird, weil dann eben Dinge gesagt werden, auch gerade im Wahlkampf. Weil du gerade gesagt hast, du wünschst ja auch, dass die anderen Themen nicht aus dem Fokus geraten. Ich glaube, die geraten gerade absichtlich auch sehr aus dem Fokus, weil man damit natürlich auch super Wahlkampf machen kann. Wenn man sich jetzt bestimmte Themen aus der aktuellen Lage rauspickt und sagt, so, ich weiß nicht, ich sage jetzt sowas wie eben Laschet über 2015. Damit wird ja ganz klar auch eine bestimmte Wählerschaft wieder an Bord geholt, die sonst in andere Richtung gehen würde, wenn er das jetzt vielleicht so in dieser drastischen Form nicht gesagt hätte. Nichtsdestotrotz beschissener Satz. Aber ich weiß auch nicht, ich bin immer super, in manchen Tagen habe ich irgendwie das Gefühl, ich bin auch übelst verzweifelt. Und dann gucke ich mir aber Instagram an und sehe, wie viele aktivistische Menschen irgendwie auch aus privater Motivation heraus das Leben anderer Menschen verbessern wollen und denkt dann wieder, krass, ey, wenn das Leute wären, die halt auch in der politisch partizipieren würden, außerhalb von nur ihrem Wahlrecht Gebrauch machen, dann hätte ich, glaube ich, auch manchmal mehr Bock. Aber ich habe auch das Gefühl, trotz allem geht es schon in eine bessere Richtung in der Politik grundsätzlich, mit was für Leuten, in welchen Ämtern und so. Aber sehr langsam, viel zu langsam. Wahrscheinlich empfindest du es auch vielleicht manchmal so. Also von außen wirkt es auf jeden Fall immer sehr zäh und langsam. Und das beschäftigt mich schon, weil ich so denke, okay, wir können jetzt natürlich alle wählen und das machen wir auch. Und ich mache das auf jeden Fall auch. Aber wie schnell werden Sachen sich trotzdem verändern? Und ob das Tempo, in dem wir eigentlich alle leben, simultan ist zu bürokratischen Prozessen, da würde ich sagen, sind wir komplett auf dem Falschen. Also da habe ich das Gefühl, da geht es einfach nicht schnell genug voran. Und da frage ich mich auch manchmal, wie viel Druck da überhaupt innerhalb der Institutionen aufgebaut werden kann, in bestimmten Abstimmungsräumen, in Situationen, die von der Öffentlichkeit halt auch gar nicht groß greifbar sind. Also wollen Leute, wollen Politikerinnen und Politiker, Referentinnen und Referenten
auch, dass die Dinge schneller gehen? Und warum dauert es dann immer so lange? Siehe jetzt die Evakuierungsaktion oder allgemein. Ja, darf ich direkt? Ja unbedingt. Die Evakuierung hat jetzt ja nicht mal lange gedauert, sondern das Problem ist ja, dass davor 5 Monate lang das zu lange gedauert hat. Und das kann man jetzt alles schön erklären, dass das Innenministerium sich geweigert hat, die Visa quasi vor Ort zu erteilen, also beziehungsweise oder hier es zu erteilen, sondern man da alles prüfen musste. Aber das Problem ist, es hat irgendwo jemand gefehlt, der auf den Tisch haut und sagt, ich will das jetzt. Und insofern ist das für mich gar nicht mehr mal eine Frage von Referentinnen oder Referenten oder Abteilungsleiter oder sonst was in irgendwelchen Ministerien oder bürokratischen Organisationen, sondern die Frage von politischem Leadership. Also und das sage ich jetzt auch wirklich, wir sind in Wahlkampfzeiten, aber ich habe einen hohen Respekt vor Angela Merkel. Ich habe wirklich einen hohen Respekt. Ich habe die nie gewählt, aber sagen, wenn du 16 Jahre an der Spitze von so einem Land stehst, und jetzt muss man ja auch sagen, du hast jetzt hier in Deutschland bei der Bundestagswahl, kannst du zwischen Olaf Scholz, Armin Laschet, Annalena Baerbock entscheiden. Ich habe da eine Präferenz, aber man muss ja sagen, alles drei sind vernünftige Demokraten. Also das ist so, du hast nicht eine Wahl, wo du einen Joe Biden oder einen Donald Trump hast, oder du hast nicht eine Wahl, wo du irgendwie einen Erdogan hast, oder du hast nicht eine Wahl, wo du eine Le Pen in Frankreich hast. Also du hast hier Demokraten, die die Regierung stellen werden. Und das ist etwas, was uns von ganz vielen anderen Ländern der Welt unterscheidet. Aber trotzdem muss man bei Angela Merkel sagen, die hat ganz häufig nicht Entscheidungen treffen wollen, sondern die hat abgewartet. Und das ist etwas, wo ich schon glaube, du brauchst einen anderen Zug. Also beim Thema Klimaschutz, bei Digitalisierung, wo es schneller gehen muss und wo von oben gesagt werden muss, ich will das jetzt. Und das hätte ich mir an vielen Stellen in den letzten Jahren gewünscht. Nochmal bei allem Respekt, den ich vor ihr habe, glaube ich, das können wir uns nicht mehr leisten, so lange mit Entscheidungen zu warten. Und ich glaube, ist dann gar nicht eine Sache nochmal von Beamten oder sowas, sondern die brauchen dann eine Führungsperson, ja, die sagt, da geht's lang und das machen wir so. Und das ist in der Tat interessant, dass du das auch ansprichst, Lara. Tamara, das Problem ist natürlich, die Mühlen mahlen sehr langsam in der deutschen Politik. Das ist in den ersten 3 Talks sehr klar rausgekommen. Manchmal ist die Intention gut, aber die Umsetzung dauert halt sehr viel länger. Würdest du dir, Sinem, mehr Mitspracherecht in der Politik wünschen? Gut, du gehst jetzt wählen am 26., hast deine Stimme abgegeben. So, und am Ende des Tages ist es dann wieder out of your hands. Es ist außer deiner Kontrolle, wer mit wem koaliert und wer regiert, ja, und was in Afghanistan besprochen wird, ja, und entschieden wird. Ich meine, Mitspracherecht kommt ja mit Repräsentanz. Also meine Stimme wird ja stärker und lauter, umso ja, mehr ich repräsentiert werde, gerade im Bundestag. Ich glaube, da kann auf jeden Fall meine Stimme gestärkt werden. Ich glaube, da muss man strukturell und systematisch auch ran und auch gucken, wie kann man das fördern, wie kann man Quereinsteigern auch ein bisschen die Chancen erleichtern, auch in die Politik reinzugehen, weil ich glaube, das ist halt das größte Problem, dass man halt wirklich irgendwie in der Schulzeit irgendwie anfangen muss und sich dafür interessieren muss, um in die Strukturen zu kommen. Und wir Menschen, wir sozialisieren natürlich auch eher mit Gleichen und Gleichdenkenden, und das ist für uns natürlich auch ein bisschen schwieriger, da reinzukommen. Und wenn man mit steigendem Selbstbewusstsein dann die Entscheidung kommt, ich möchte politisch sein, ist man halt der Quereinsteiger. Und das ist schwierig, diese Barriere zu überbrücken. Nicht unmöglich, aber sie ist schwieriger, und da müssen halt Weichen gestellt sein. Und diese Repräsentanz fehlt mir. Ich habe mir, bevor dieser Talk war, so ein bisschen natürlich die Zahlen noch mal angeguckt, wie viele Leute mit Migrationshintergrund sind denn überhaupt im Bundestag. Das sind 58. Mhm. Das ist halt verglichen mit der Gesamtzahl halt, 14. Es repräsentiert halt nicht das, mhm, wie es in der Bundesrepublik in der Realität aussieht. Und ich glaube, wenn man alleine das spiegeln könnte und das vielleicht ein bisschen schneller als wie wir es gewohnt sind, würde es uns auf jeden Fall leichter fallen, auch die Stimme noch öfter zu heben, weil wir wüssten, es kommt an. Und vielleicht auch mal jemanden zu sehen, der mit Migrationshintergrund ein Amt bekleidet und ja, so Tamara, eine Symbolkraft hat. Tamara, du nickst. Ja, total. Ich meine, das ist ja lächerlich. Also 58 in Bezug zur Gesamtzahl ist, fühlt sich irgendwie nicht richtig an. Auf der anderen Seite weiß man natürlich auch, wie schwierig, also ich stimme dir da voll zu, und ich glaube, es ist jetzt auch kein Geheimnis, dass eben ja von früh auf quasi eine Ausbildung, ein Studium, bestimmte Kreise, in denen du verkehrst, dazu führen, dass du politisch sozialisiert wirst. Mhm. Und wenn deine Umgebung aber überhaupt nicht den Fokus darauf lenken kann, weil Armut oder einfach prekärere Lebensverhältnisse reinspielen, wie soll der Fokus da auf so Selbstverwirklichung und Partizipation und
das Wissen auch um, du kannst was mit anpacken, du musst quasi dafür eigentlich nur das und das und das machen und dann bist du schon in irgendwelchen Runden oder Parteien oder keine Ahnung, zumindest mal Aktionsbündnisse oder was weiß ich. Das ist ja ein Privileg auch einer bestimmten Klasse über Jahre gewesen oder zumindest einer bestimmten Gesellschaftsschicht. Und das finde ich schon auch irgendwie ein Punkt, der, glaube ich, noch viel aktiver auch mal in die Politik mit einfließen kann, dass man das auch als ein Thema sieht, dass man nicht nur dann sieht, wenn es irgendwie gerade wieder im Trend liegt, schwarze Menschen auf Plakate zu packen oder irgendwelche Werbekampagnen nach solchen Sachen auszurichten, sondern das halt wirklich auch fühlt und will. Und da bin ich auch noch nicht so ganz sicher, welche Parteien, jetzt mal abseits vielleicht auch von der SPD, wobei da kenne ich jetzt auch nicht genau alle Ausrichtungen, aber ob das alle auch wirklich so fühlen. Also ob das als Bedürfnis, so wie wir es in unseren Bubble-Diskussionen auf Instagram haben, wo ich das Gefühl habe, wir sind alle so krass aligned, wir könnten uns gar nicht einiger sein. Und dann kommt man aber raus aus dieser Diskussion und merkt so, Alter, da drumherum sind so viele Leute, die es gar nicht sehen, die auch komplett überfordert sind mit dem Ganzen, was wir schon als so einen Standard etabliert haben, wie wir reden, was wir kochen, essen, konsumieren, Nachhaltigkeit, dies, das, Ananas. Und dann guckst du dir an, wie das aber irgendwie in der Politik gespiegelt ist und denkst dir, okay, das sind halt noch 20 Lichtjahre dazwischen. Wie kommen wir jemals zueinander? Da bin ich manchmal noch so ein bisschen skeptisch. Wie macht ihr das denn bei euch in der Partei oder wie in deinem Alltag? Wie gestaltet ihr das? Vielleicht noch ein Punkt vorher, weil also ja, ich würde schon sagen, dass das deutsche politische System schon sehr ich muss aufpassen, weil am Ende gebe ich dir recht, aber ich will davor noch einen Punkt sagen. Nein, es ist, muss nicht verkehrt sein. Du kannst, ich nehme also pass auf, wenn ich jetzt mal mich nehme, ja, ich komme aus sehr einfachen Verhältnissen. Also meine Mutter ist Verkäuferin, mein Vater war Unteroffizier. So, ich hätte als Lars Klingbeil in den USA niemals Politiker werden können, weil du musst in den USA, musst du erstmal irgendwie echt einen hohen Betrag, 2 Millionen, whatever, mitbringen, um für einen Kongress zu kandidieren. Ich konnte als Lars Klingbeil bei mir in der Lüneburger Heide für den Deutschen Bundestag kandidieren. Ich konnte Generalsekretär werden. So, das sind erstmal Sachen, die habe ich hingekriegt, obwohl ich der Erste war, der Abi gemacht hat, der studiert hat und aus sehr einfachen Verhältnissen komme. Aber natürlich hast du recht, dass es Gruppen gibt, und ich bin aber trotzdem privilegierter weißer Mann, ja, so das, und ich komme, also dann hast du die Frage Frauen, so, wo ich wirklich sage, da haben wir als SPD mit den Grünen, mit den Linken sind wir am fortschrittlichsten, wenn du eine AfD im Parlament nicht hättest, leider muss man auch sagen, bei der Union auch Rückschritte, würde die Situation da besser aussehen, aber wir sind noch lange nicht da, wo wir auch in der Frage Gleichberechtigung der Frauen hin müssen, ne? Da kann ich zum Beispiel mithelfen als Generalsekretär, indem ich konsequent auf kein Panel gehe, wo nur Männer sind. Das habe ich irgendwann abgelehnt, das aus Fernsehsendungen nicht zugesagt und so. Ne? Also das hat hier bist du in guter Gesellschaft. Hier bin ich in guter Gesellschaft, aber natürlich sozusagen merke ich mittlerweile auch, dass du das Frauending hast du erreicht bei Podien, aber die Frage Diversität ist eigentlich der nächste große Schritt. Mhm. So, und ich bin zum Beispiel total froh bei uns, da habe ich als Generalsekretär, kannst du nicht entscheiden, wer vor Ort aufgestellt wird, aber du kannst Stimmung beeinflussen. Ja? Ich habe zum Beispiel bei mir, ich war SPD-Kreisvorsitzender, ich habe eine junge Frau, Jesidin, die ist meine Nachfolgerin geworden. Ich habe die empowered auch. Ich habe gesagt, ich möchte, dass du das machst. So, und das war, ich wusste nicht genau, wie das aufgenommen wird, auch, aber das ist völlig normal, das ist akzeptiert mittlerweile, das ist gar kein großes Thema mehr. Und wir haben jetzt bei den Bundestagskandidatinnen und Kandidaten, es gibt ja 299 Wahlkreise, wir haben 109 unter 40, Hälfte davon Frauen und ganz, ganz viele, also wenn ich jetzt so Pi mal Daumen, würde ich sagen, 30-35% von den Jüngeren sind mit Migrationsgeschichte. Also die haben eine ganz andere Lebenserfahrung auch, die haben ganz andere Perspektive, die sie reinbringen. Ja, so und dann kommt dazu auch bei den Älteren, wir haben zum Beispiel bei 16 Landesverbänden, haben wir 2 Landesverbände, wo die Spitzenkandidaten jetzt Migrationsgeschichte haben. Und da kann ich mich noch so anstrengen als weißer Mann und sagen, ich möchte gerne, dass diese Perspektive einbezogen wird und ich kann da auch was für tun. Also es ist nicht so, dass ich da raus bin, aber am glaubwürdigsten können das diejenigen tun, die selbst die Geschichten erlebt haben. Also die wissen, wie sich Diskriminierung anfühlt, die wissen, wie Benachteiligung sich anfühlt und die musst du ins Parlament holen. Und dann, glaube ich, hast du wieder Gesichter, dann hast du Vorbilder. Wenn die dann wiederum irgendwo in die Clubs gehen oder in die Jugendclubs gehen, in die Vereine gehen und sagen, guck mal, ich habe es auch geschafft, dann empowerst du die Nächsten. So. Und das ist, glaube ich, ein Prozess, der startet. Und das geht, indem Leute wie ich Rahmenbedingungen setzen und sagen, das muss passieren, aber indem dann auch welche zugreifen und sagen, ich will jetzt hier kandidieren. So machen wir das. Und ich glaube wirklich, die nächste SPD-Bundestagsfraktion ist die bunteste, jüngste, weiblichste, die wir je hatten. Sinan, befriedigt dich die Antwort? Weil der Frust ist ja zu hören bei euch, es geht nicht schnell genug, Deutschland ist nicht divers genug.
jetzt die Intention. Noch, weil ich glaube, so zum Beispiel, dass für niemanden von euch, ohne dass ich jetzt euch persönlich überreden will, aber die würden sich ja alle freuen, wenn da mal jemand kommt und sagt, ich will hier mitmachen. Das ist ja nicht so, also Parteien sind keine elitären Clubs. Im Gegenteil, die freuen sich vor Ort, wenn da jemand kommt und sagt, ich will hier mal mitmachen. Das aber der Migrationshintergrund scheint jetzt auch kein Joker zu sein, scheint jetzt auch kein Plus, kein Advantage zu sein. Machen wir uns Das ist nicht so. Ich würde mir wünschen, dass es so ist, aber das ist nicht so. Das will ich ehrlich sagen. Es braucht halt, glaube ich, so wirklich Kampagnen und Strukturen und auch wirklich eine klare und nachhaltige Kommunikation, die dann halt auch wirklich, also da muss man halt dranbleiben an dem Thema. Auch wieder bei der Vorbereitung gelesen, 2036, Hälfte der Mitarbeiter in den Verwaltungen gehen in den Ruhestand. Das ist eigentlich die Chance, mit einer ordentlichen Ausbildungskampagne und generell mit einer guten Kommunikation da rauszugehen und Leute, also es geht mir gar nicht um nur Menschen mit Migrationshintergrund irgendwie da rein zu schippen, sondern einfach junge, diverse und inklusive Gruppen irgendwie auch in diese Verwaltung reinzubekommen. Weil das repräsentiert dann nach den Wahlen die Politik, weil damit hat man dann die Berührung und da wird einem dann geholfen und da passiert dann wirklich faktisch was für einen. Aber das haben wir zum Beispiel im Programm drinstehen, ne? Dass wir sagen, es muss Programme für öffentliche Verwaltung geben, dass da genau diese Frage von Diversität, von unterschiedlichen Perspektiven, dass die repräsentiert wird. Also das steht bei uns drin. Weil wir schon fast am Ende sind, die Frage an euch beide, was konkret würdet ihr denn vorschlagen? Wir haben ja Lars Klingbeil hier, SPD-Generalsekretär, nimmt sich Zeit, ist hier in dieser turbulenten Wahlkampfphase. Was würdest du ihm mit auf den Weg geben? Wie Deutschland, deutsche Politik? Wir haben mit Afghanistan begonnen, über außenpolitische Probleme. Aber es geht ja generell um Partizipation, um auch ein Thema wie Afghanistan eben mitgestalten zu können. Was würdest du Lars mit auf den Weg geben? Boah, schwierige Frage. Was würde ich dir auf den Weg geben? Also ich glaube, wenn wir aufgeklärt sind und informiert sind und eine gewisse Transparenz spüren, die authentisch ist, dann ist es zugänglicher und nahbarer für uns. Und wir brauchen halt Role Models bzw. Figuren auch in der Politik, wo wir halt auch das Gefühl haben, dieses ganze Rennen hat sich gelohnt und es ist ein Gesicht da, was unsere Stimme dann auch ein bisschen lauter werden lässt. Hast du einen konkreten Vorschlag, wie man diese Diversität in der Gesellschaft, haben wir sie ja schon, hier auf dem Panel glücklicherweise auch, aber eben noch nicht in der Entscheidungsfindung? Ich meine, wie machen wir das denn im Unternehmen? Also wir achten wirklich darauf, welche Leute wir da einstellen, wie wir Diversität schaffen, was uns an Diversität fehlt, wie wir Inklusion leben können und gehen dann Schritt für Schritt an dieses Thema heran. Und ich glaube, genau das wäre halt actionable, zu gucken, okay, wie schaffen wir es, diese Quote zu erhöhen und dann auch sehr transparent und informativ zu sagen, das ist jetzt der Plan, so funktioniert's. Und dann wüssten wir, wie wir zu handeln haben, um da reinzukommen. Tamara, was für einen Wunsch, was für einen Vorschlag würdest du direkt an Lars richten wollen? Ich glaube, bei Quoten bin ich auch ein bisschen am Start, weil ich das halt auch als was empfunden habe die letzten Jahre, was halt durchaus einfach den Druck schafft, dass man so besetzen muss, selbst wenn man fähige Konkurrentinnen und Konkurrenten aus anderen Lebensbereichen irgendwie im Portfolio hätte, aber dann immer wieder diese zu besetzen, die dann sich halt auch wieder nicht unbedingt unterscheiden in ihren Merkmalen, zumindest nicht in den Wesentlichen, das kann nicht das Ziel sein. Und ich glaube, ich bin auch einfach Fan von der Idee, dass diese Räume, in denen ich mich zum Beispiel jetzt halt in dieser Social-Media-Welt befinde, wo ganz viele Aktivistinnen und Aktivisten aus fast allen Bereichen, die man sich vorstellen kann, also LGBTQI, Frauenrechte, Feminismus, Klimaschutz, Antirassismus, dieser ganze Talk, der da stattfindet und auch das geballte Wissen von Betroffenen und Leuten, die einfach selbst damit Erfahrungen gemacht haben, dass das noch sichtbarer in solchen Gesprächsrunden irgendwie zusammengeführt wird. Selbst wenn es dann nur um den Input geht, fände ich auch schon irgendwie ganz geil, wenn sich da Politiker und Politikerinnen noch mehr die Mühe geben, nicht nur in der SPD, sondern auch noch in anderen Parteien, vor allem in der Union und also bei der AfD ist Hopfenmalz verloren, aber also einfach, dass da so ein anderes Bedürfnis danach ist, sich auch diese anderen Lebensrealitäten im direkten Kontakt anzugucken und nicht nur, wenn Wahlkampf ist.
Ich glaube, am besten wäre allerdings, wenn man diese Debatten von Instagram und Twitter mal so ins, also echt, ich will gar nicht sagen ins echte Leben, aber so, weißt du, das ist natürlich auch so eine sich selbst verstärkende Community in den sozialen Netzwerken. Komplett, und ich sehe manchmal, dass das, wenn ich bei mir in die Lüneburger Heide in meinen Wahlkreis dann fahre und wenn ich da im Infostand stehe oder wenn ich da im alten Dorfkrug auf einer Versammlung sitze, was ja auch meine Realität als Politiker ist, dann hat das manchmal mit der Instagram-Welt weniger zu tun. Und diese Welten zusammenzubringen und da dann auch Leute wie euch als Role Models, also ich war mit Düsen Tekal, waren wir bei mir an der Oberschule und haben genau solche Sachen diskutiert. Und das war klasse, weil du merkst, also da merkst du die Erfolgsgeschichten und da veränderst du Leute ganz konkret nochmal jenseits von Instagram und Twitter. Ne? Ja. Auf jeden Fall, es ging mir auch nicht darum, dass da nur Leute sitzen, die sich eh schon einig sind, sondern dass diese Mischung auf jeden Fall auch existiert. Und ich glaube, gerade in Dörfern mal genau solche Menschen irgendwie mitzubringen, also auch uns quasi einzubringen, würde einfach auch viele Klischees abbauen. Ich habe irgendwie einen Beitrag gesehen, mein letzter Satz, dann ist hier eh gleich Abpfiff, von so einem Interview im ZDF mit einem afghanischen Typen, der ganz lange in Deutschland gelebt hat, ab 97 und dann irgendwann wieder zurückgegangen ist nach Afghanistan, um das Land mit aufzubauen, freiwillig. Und der ist jetzt gerade mit seiner Familie glücklicherweise, Gott sei Dank, in so einem Evakuierungsflug nach Deutschland zurückgekommen, hat aber irgendwie ganz, ganz schön auch auf den Punkt gebracht, dass alles, was er eigentlich immer wollte, war es, sicher in seinem eigenen Heimatland zu leben. Mhm. Und dass solche Geschichten halt hörbar gemacht werden müssen, weil das zeigt ja eigentlich nur, dass eigentlich alle Leute, egal wo sie politisch stehen, diesen Wunsch danach haben, in einer gewissen Sicherheit zu leben. Und wenn die Empathie irgendwie geschaffen wird durch auch solche Geschichten von Leuten, die betroffen sind, kann sich vielleicht ja auch noch beim einen oder anderen, der irgendwo rechts außen steht, noch ein bisschen was drehen, hoffe ich zumindest. Der Wunsch, in Sicherheit zu leben, auch in einer Demokratie zu leben, Lars, wir haben mit den außenpolitischen Ereignissen in Afghanistan begonnen. Wir enden auch mit Ihnen. Es gibt sicherlich den einen oder anderen, der zuschaut und sagt, ja, wählen bin ich noch nie gegangen, war nicht so mein Ding. Würdest du sagen, dass die Ereignisse in Afghanistan, wo eben Partizipation, wo Frauenrechte, wo Demokratie, wo Wählen, ja, mittlerweile vermutlich befürchtungsweise ein Fremdwort werden, ist das nochmal ein Plädoyer bei allen politischen Differenzen, die wir derzeit in Deutschland erleben, dass es uns doch relativ noch gut geht? Also ich weiß nicht, ob ich aus Afghanistan jetzt ein Plädoyer irgendwie, also das fällt mir schwer, weil das super emotional ist, aber ich glaube, was man halt schon sagen kann und wo ich an alle appellieren kann, ist, macht euch bewusst, ihr könnt hier mitentscheiden und in anderen Ländern geht das nicht und man muss sich informieren, man muss gucken, sozusagen, was gefällt einem, wem vertraut man und so. Und das ist auch anstrengend. Also Demokratie bedeutet ja auch, du musst was machen. Also die Entscheidung kann dir niemand abnehmen, aber geht hin, also macht das. Und dann könnt ihr danach auch ganz viel meckern mit uns Politikern. Aber die Stimme abgeben ist schon das Relevante dafür. Also die Stimme abgeben am 26. Ich glaube, die Botschaft ist ganz klar rübergekommen. Lars Klingbeil, Sinem Buluş, Tamara Gütsche, vielen Dank für ein sehr lebendiges Gespräch, teilweise emotionales Gespräch. Und die Botschaften, die Kernbotschaften, glaube ich, sind wieder einmal ganz klar rübergekommen. Egal, ob es sich um innenpolitische oder außenpolitische Diskussionen und Themen handelt, am Ende des Tages werden wir in Deutschland und sind wir in Deutschland stärker, wenn wir diverser sind, wenn wir andere Positionen auch zulassen, mit einbringen, andere Perspektiven mit inkorporieren. Das war der vierte von insgesamt 5 German Dream Town Hall Talks. Einer bleibt uns noch, nämlich am 9. September, dann unter anderem mit Ricarda Lang, der stellvertretenden Bundesvorsitzenden der Grünen. Das soll es für heute erstmal gewesen sein. Vielen Dank an Lars, Sinem, Tamara für eure Mitwirkung, für eure Botschaften. Bleibt gesund da draußen und wir sehen uns im September wieder.